Jetzt an und ich beschäftige mich heute mit euch natürlich mit einem Thema, was ziemlich schwierig bei den Unterrichten zu besprechen war, weil es ist sehr, sehr umfangreiches Thema und mit viel trockenes Stoff. Und da wir am Unterricht lieber malen und etwas Praktisches machen, dann gab es dafür einfach elementar keine Zeit. Jetzt ist uns Zeit gegeben worden und ich hoffe, wir nutzen das und haben auch davon Spaß. Auf jeden Fall, ich wünsche das euch sehr. Stelle ich Ihnen ein Buch vor. Es ist ein Buch, wo wichtige Gesetze von Komposition besprochen werden, klassische Komposition. Und wir werden nach und nach schrittweise das beherrschen. Erstmal. Ja, unser Unterricht besteht heute aus, würde ich sagen, drei Teilen. Erster Teil müssen Sie, lieber Leute, bitte etwas aushalten, wird mit Theorie, über Theorie des Kompositions etwas erzählt. Dann zeige ich Bilder, was wir auch besprechen. Und drittens gebe ich auch Aufgaben, was ihr selbst dann zu erledigen haben. Gut, es geht los. Erstmal lese ich etwas vor aus dem Vorwort zu dem Buch, damit ihr etwas Vorstellung habt, worüber es überhaupt gehen wird. Unser Leben wird bestimmt von Mustern und Strukturen, von Harmonie und Missklang, von Symmetrie und Chaos, von Spannung und Langeweile. Betrachten wir all diese Gegensätze, so befinden wir uns schon mitten im Thema Komposition. Egal, ob wir unser Bildmotiv abstrakt oder gegenständlich realistisch wählen, immer ist die Bildkomposition ein wesentlicher Bestandteil seiner Ausdruckskraft. Das haben auch schon die alten Meister erkannt, die mit ihren bekannten Werken die Grundlagen kompositorischen Erkenntnisse schufen. In unserer modernen Welt hat sich dieses Wissen wesentlich erweitert und wir besitzen so die Möglichkeit, auf raffinierte Weise den Betrachter unserer kompositorischen Schöpfung zu verblüffen und zu überraschen. Die Planung einer interessanten Bildkomposition ist der Ausgangspunkt für den Erfolg der gesamten Gestaltung. Und es geht weiter. Heute ein kleines Thema heißt Komposition mit Formen. Was ist eine Komposition? Es gibt eine klare Definition dazu. Eine klassische Komposition besteht darin, eine ästhetische Ordnung zu schaffen, welche die allgemeinen Gestaltungsgrundsätze berücksichtigt. Man könnte dies auch als harmonisch, schön oder wohltuend für das Auge ausdrücken. Wenn man die Wege kennt, die zu Harmonie führen, kann man natürlich auch den umgekehrten Weg nehmen, der zu bewussten Disharmonie führt. Wir wollen uns hier aber ausdrücklich nur mit Kompositionen beschäftigen, die auf den traditionellen und bewährten Erkenntnissen der alten Meister berühren. Auf diese Weise erhalten wir, was unsere Bildkomposition angeht, die größte Sicherheit. Jetzt stelle ich euch vor,
unserer Grundformen. Die hier abgebildeten Formen sind abstrahierten Grundelemente einer Komposition. Das ist Dreieck, Quadrat und Kreis. Mit diesen Grundelementen lässt sich jede beliebige Komposition aufbauen. Übrigens, eine Komposition lebt auch von dem sie umgebenden Freiraum. Deswegen habe ich heute aus Versehen eine berühmteste Werk von Kasimir Malevich ausgewählt, heißt Schwarze Quadrate. Warum es berühmteste und teuerste Bild, eine berühmtesten und teuersten Bilder ist, wird immer wieder diskutiert. Jeder hat eigene Meinung dazu und ich würde gerne von euch hören, was ihr dazu meint und oder was ihr fühlt, wenn sie das Bild betrachten und so weiter. Und heute sprechen wir aber nicht darüber. Wir werden dann zunächst vielleicht bei unserem Treffen dann weiter später sprechen. Aber heute habe ich dieses Bild ausgewählt, das Bildbeispiel da, zu dem Satz, als ein Beispiel zu dem Satz, eine Komposition lebt auch von dem sie umgebenden Freiraum. Stellt ihr vor, wäre das dieses Figur Viereck anders gewesen, kleiner oder heller, hatte andere Farbe gehabt, oder wäre es kein Viereck, sondern Kreis oder andere Figur gewesen. Und Hintergrund dieser umgebenden Freiraum, ja, dieser Hintergrund wäre auch anders gefärbt, wäre größer oder kleiner gewesen oder gab es gar keinen Hintergrund, also dieser umgebenden Freiraum gewesen, hätte es ganz andere Aussagekraft, Wirkungskraft und so weiter. Man muss immer denken, wenn man eine Komposition sich überlegt, auch um umgebenden Freiraum auch. Also die drei Grundformen, aus denen jede Komposition fast sich gestalten lässt. Ich stelle ihr ein weiteres Beispiel und die obere Reihe sind Reihe aus Dreiecken. Ob es eine Komposition wäre, frage ich ihn, als ihr überlegt, spiele ich ein bisschen vor, wie es auf Musiksprache dann klingen würde, diese obere Reihe von den Elementen. So klingt es aus und ich verrate euch, es ist eine Aneinanderreihung von Elementen und die bezeichnet, wird als keine Komposition bezeichnet. Die untere Reihe, da sind Elementen anders eingeordnet und da sind dann die drei Grundelementen, die nacheinander gestellt werden und das ist auch noch keine Komposition. Das wird als Muster bezeichnet und klingt auf Musiksprache, würde so klingen. Immer das Gleiche, abwechselnd, wiederholt. Weiteres Bild zeigt uns eine einfache
Komposition. Und die Variation der Aneinanderreihung von Elementen ergibt eine einfache Komposition. Hierbei sind freilich noch keine gestalterischen Grundsätze zu erkennen. Tja, was sind ja gestalterische Grundsätze? Ja, erkennen wir, erfahren wir etwas weiter, ein paar Minuten weiter. Jetzt aber sieht man, dass keine Reihe hier gleich ist. Die Figuren wiederholen sich nicht und das kann man schon als einfache Komposition bezeichnen. Und jetzt nun kommt das hier. Und das ist schon eine Abbildung von Komposition. Und die Komposition einer Gestaltung beginnt mit der kreativen Veränderung und Verbindung der Bildelemente. Kann man verfolgen. Das ist zwar eine Aneinanderreihung von den Dreiecken, aber Kreis ist schon verändert worden und er hat Verbindung mit den zwei Figuren. Aus diesem Beispiel sieht man, die Figuren sind, Elemente sind zwar gleich groß, aber die haben auch eine Verbindung. Und Komposition auf Musiksprache würde ich Ihnen jetzt gerne vorstellen, damit Sie zu den vorherigen Tönen das vergleichen könnten. So sind die Unterschiede. Obwohl es immer wieder die gleiche Grundformen geben, die wir jetzt gerade gesprochen haben, nochmal, das sind unsere Grundelemente einer Komposition, die auch in einer Reihe gestellt werden können oder als Muster dargestellt werden können oder die können eine einfache Komposition bilden und letztendlich kann man damit schon eine Komposition darstellen, wobei man die Grundelemente verbindet und verändert. Und als Beispiele dafür würde ich Ihnen ein paar Bilder zeigen, wie die Künstler damit umgegangen sind. Es wird heute wieder ein Bild von Malevich jetzt gezeigt. Man kann verfolgen, wie der die Fläche des Hintergrundes geteilt hat. Es teilt sich, besteht aus Himmelfläche, aus Erdefläche. Alles ganz andere Formen, das sind Vierecke, Haus und Viereck für Dach. Es gibt weitere Elemente wie Streifen hier, die werden wir heute nicht betrachten, nicht berücksichtigen, weil wir heute uns lieber nur mit Formen beschäftigen, nicht mit der Farbe. Ein weiteres Bild, wie eine Komposition als Beispiel, wie eine Komposition sich bilden kann, ist ein Bild von Claude Monet. Auch ein Kunstwerk, aber ganz einfach hat er auch Komposition gelöst,
Es ist auch eine Fläche vom Himmel, eine Fläche von Erde, Fläche von diesem Streu. Und da der Claude Manet hat sehr gerne mit Licht und Schatten gearbeitet, es gibt ein zusätzliches Dreieck vom Licht und noch ein weiteres Element vom Schatten. Und ganze Flächen hier bilden ein gemeinsames Komposition und passt auf, immer einen umgebenden Freiraum, spielt dabei auch eine wesentliche Rolle, gehört auch zu gesamter Komposition. Ein weiteres Bild, wieder vom Kasimir Malevich, Bild heißt ein Fußballspieler in der vierten Dimension und besteht auf ganz einfachen Figuren. Ja? Künstler hat damit gespielt, aber wir können hier verfolgen, wie er die Figuren verbunden hat und wie er Figuren auch verbunden, verändert hat. Hier können wir deutlich sehen, dass dieser Viereck hat eine Perspektive, also eine Perspektive dargestellt. Vordere Seite scheint etwas näher zu uns zu sein und die hintere Seite entfernt sich von uns. Deswegen ist es verkleinert. Ja, hat er die Figuren, die Elemente kreativ verbunden, miteinander verbunden und auch verändert. Auch dieses Viereck ist auch verändert. Ja, und da Kasimir Malevich viel mit einfachen Figuren sich beschäftigt hat und damit experimentiert hat, der hat viele Bilder dargestellt, die auch nach gleicher Weise gebildet worden sind, aber trotzdem, man kann auch ein Sujet zu erkennen oder eine Landschaft zu erkennen oder ein Porträt oder Menschenfigur zu erkennen, auch eine Perspektive, hier ist ein Feld, was auch aus Figuren, einfachen Figuren besteht, die auch verändert sind und natürlich sind die Figuren verbunden. Am Vordergrund steht ein Bauer und auf Hintergrund ist Feld und noch entfernter ist auch Fläche des Himmels. Ganz einfache Figuren, die ein Bild verbunden ist. Und weil wir uns zuletzt mit Porträt beschäftigen wollten und wir werden das natürlich machen, wollte ich Ihnen ein weiteres Bild vorstellen. Und das ist auch Kasimir Malevich. Das wäre eine erste Aufgabe für Sie. Speichert bitte oder notiert. Dieses Bild wollte ich, dass ihr nachmalt oder aufgrund dieses Bildes ein eigenes Porträt erstellt. Wir gucken etwas genauer, wie es gebildet worden ist. Erstmal kam ein Viereck, wo er sich eine Größe des Gesichts des Gesichtsfläche überlegt hatte und dann hat er auf Viereck ein Gesichtform geschafft und dann kamen auch Haaren grün ab und nach dieser Gliederung, ja natürlich Fläche für Hals und Fläche für Körper und nach dieser einfache Gliederung oder Komposition, hat der Komposition ein bisschen verschönert, komplizierter gemacht, indem der weitere Figuren hier dazu gebracht hat. Ja, und natürlich Gesicht selbst. So bitte macht
auch ein Porträt. Wie Porträt selbst gemalt hat, das hatten wir schon vielmal besprochen. Ja, wo die Linien für Augen, für Nase, für Lippen verlaufen, das könnt ihr wahrscheinlich aus Erinnerungen noch holen. Das wäre eine erste Aufgabe. Und weitere Aufgabe, weil wir bald Ostern haben. Und es ist natürlich schön, zu der Zeit kleine Grüße für Verwandte, Freunde zu machen. Schlage ich weiteres vor. Die Postkarten vielleicht zu machen für unseren Lieben. Ich verwende hier dieses Bild als Hintergrund. Übrigens, schwarze Quadrat ist gar nicht schwarz. Dabei ist keine schwarze Farbe verwendet. Künstler hat die Farben zusammengesetzt, die so dunkel für unsere Augen auswirken, aber kein Schwarz. Ja, aber diesen dunklen Hintergrund ist perfekte Unterlage für meine Gestaltung jetzt, was ich zum Ostern mir überlegt habe. Und es wäre ein Stillleben. Also zu dem Thema Ostern. Ihr könnt natürlich was anderes überlegen. Es könnte Blumen sein oder Landschaft mit Figürchen, Hasen oder Vögelchen, Hücken oder Hahn und so weiter. Ich habe mir jetzt am einfachsten etwas überlegt, damit ich euch schnell zeigen kann. Und das ist ein Stillleben. Alles habe ich aus Zeitungen und Zeitschriften jetzt Tonpapier. Ich habe kein Tonpapier verwendet, einfach Zeitungen, sowas, ja, könnte sein. Also das wäre nächste Aufgabe für euch, irgendeine Karte zu schaffen oder sogar ein großes Bild für Wand mit einfachen Figuren, Formen, die verändert sind und miteinander verbunden sind und wenn ihr zweifelt, was für Thema es sein soll, dann Ostern ist perfektes Thema. Und weiteres, um ich euch auch bitten würde, schafft bitte ein einfaches Muster. Es könnte auch eine Postkarte gemacht werden. Ich habe hier auch Papieren benutzt, aus was ich zu Hause hatte und teilweise auch etwas aus Zeitungen ausgeschnitten, wo farbige Bilder sind. Und ich habe mich jetzt ein Muster überlegt, wo man auch mit Spielen und Formen richtig spielen kann. So, das wäre einfach eine Aneinanderreihung. Wäre noch kein Muster, aber jetzt fängt es an. Das nach und nach bildet sich schon langsam ein Muster. Okay. So, habe ich jetzt
zwei Karten geschafft. Natürlich muss das alles mit Kleber noch befestigt werden. Und so kann man... Op. Ja, meine Ausrüstung ist nicht perfekt. Ja, so habe ich jetzt zwei Postkarten geschafft. Und ich hoffe, das macht euch Freude, sowas auch zu erstellen, und macht Freude auch ihren Lieben, ihrer Familien, ihren Familienangehörigen, Freunden. Ich würde dann zunächst weitere Video, wo wir mit Komposition uns beschäftigen können, drehen, und bitte macht eure Aufgaben und bittet die Eltern, Fotos davon zu machen, oder macht es selbst, und die Eltern können per WhatsApp die Bilder mir zeigen. Würde ich mich sehr freuen.